Hallo, herzlich willkommen und guten Morgen, liebe Zuschauer, zurück hier zum Let's Play Landwirtschaft Simulator 2015 Mammuternte, würde ich es mal bezeichnen. Denn das ist das vorletzte Feld und da vorne das letzte Feld, was wir ernten werden, nachdem wir alle Felder hier geerntet haben. Oh, steht er ein bisschen im Weg. Das mit dem zweiten Anhänger klappt nicht so gut, wa? Rausfahren lassen. Wir müssen den anderen ja eh gleich ausleeren, ja? Der andere steht nämlich jetzt auch. Das hat leider ein bisschen lange gedauert hier. Das erste Feld hätte schon fertig sein können wahrscheinlich, hier nicht so eine große Standzeit produziert hätten. Aber der war doch jetzt auch leer, ne? Ja. Ist aber echt nicht mehr viel, wenn hier drüben noch das kleine Feldchen. Wenn wir jetzt hier noch den John Deere leer kriegen, den müssen wir nochmal ausleeren. In der Zwischenzeit fällt er sich schon wieder voll. Aber nee, da könnte jetzt da hinten stehen bleiben, ne? Weil die Spitze, es wird langsam zu eng. Ne? So, dann machen wir mal. Die Anhänger voll machen. Gucken wir gleich mal, wie weit, wie viel Gras-Silage wir eigentlich noch loswerden wollen. Das war noch nicht ganz alles, ne? Ein bisschen was hat er auch noch. Zweiten. Das dauert ja echt ziemlich lange, bis der leer ist, weil der ja auch die ganze Zeit wieder ordentlich Nachschub bekommt. Ziemlich großen Bunker hat. Nun haben wir es aber geschafft, 85%. Der kriegt auch fast den Rest jetzt alleine weg. Der andere steht aber, das ist blöd. Nee, nicht hier, sondern da. So, was ist hier eigentlich los? Letzte Bahn kann er nicht, weil er im Weg steht. La 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 la. Stellen wir uns schon mal hier zum Feldausgang. Müssen wir die Dreschung noch leer machen. Dann hat er erstmal seine Arbeit hier erfüllt.
So, und dann müssen wir natürlich selber noch sehen, dass wir hier abfahren. Weil hier haben wir noch keine Abfahrhelfer. Das müssen wir auf jeden Fall gleich mal einstellen. Damit wir dann hier zum letzten Gerstefeld übersetzen können. Brauchen wir hier auf jeden Fall einen Abfahrhelfer. Einmal schnell leer machen. Kann man ein bisschen aus dem Weg fahren. Hier aus in der Zwischenzeit. Jetzt muss auch ein bisschen was loswerden. Erstmal wieder eine Runde fahren. Wir können hier jetzt aber auch mal, obwohl lieber noch nicht, ne? Naja, der haut uns irgendwo im Graben, bestimmt. Der hat seinen Job erfüllt. Ist auch fast leer. Umsetzen wollen wir den aber noch gar nicht. Damit wollen wir hier erstmal anfangen. Okay. Ist der ganz voll? Wollen wir den dann schon rausnehmen und umsetzen? Der John Deere schafft die letzten zwei, drei Runden dann auch schon alleine. Zumindest das letzte Feld noch anfangen, auch wenn wir es jetzt auch noch nicht fertig schaffen. Zumindest schon mal die erste Runde drehen. So, ich hoffe mal, er kann wenden. Aus. So. Letztes jungfräuliche Feld ist nicht mehr jungfräulich. Hier drüben sind wir ganz gut dabei. Hier müssen wir es aber erstmal ausleeren. Ne? 95%. Sind dann 5% hier. Kommen aber auch gar nicht mehr so richtig in Schwung. Naja, wir verkaufen die Ladung. Wo wir gerade hier sind, macht es auf jeden Fall Sinn und wir fahren auch direkt hier durch. Machen wir mal ein bisschen Licht.
So. Ausleeren. Geld kassieren. Zurück aufs Feld, den John Deere leer machen. Wobei eigentlich, wie gesagt, müsste den Rest schaffen, ne? Wenn er jetzt noch nicht blinkt, wird er wohl den Rest schaffen. Genau, in dem Moment fängt es natürlich an, aber komm, nehmen wir hier 1-2000 raus. Schon drüben zum Anfang, wo wir müssen dann glaube ich nochmal zum Rapsfeld wieder. So, das passt schon erstmal. Da hinten blinkt nämlich auch schon wieder. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen spurten hier, damit wir vorankommen. Die letzten beiden Felder dann auch fertig kriegen. Müssen wir noch mal gucken, wie viel gehäckselte Silage wir noch haben, bevor wir die Map zurücksetzen. Das Geld auf jeden Fall noch kriegen. Dürfte aber auch nicht mehr viel sein. Mal unseren Kontostand angucken. Ist ja doch prall gefüllt. Stehen und warten, bis der leer ist. Kann er weiterfahren. So, dann ist er jetzt fertig. Ah ne, wir wollen erst noch mal gucken, wie weit wir im Rapsfeld sind. Nicht so weit gekommen. Fast einmal rundherum gefahren, aber weiter noch nicht. Jetzt müssen wir sehen, dass wir das einmal noch leer bekommen. Dann können wir hier auch einen Crossplay-Helfer meinetwegen einstellen, der noch ein bisschen Arbeit für uns erledigt. Ach, nö, nicht so blöd jetzt eindrehen hier. Dann warten wir jetzt hier an der Ecke. Ich glaube eigentlich nach Möglichkeit im zweiten Anhänger. Blockiert ihn aber zu wenig, dann dreht er komplett. So, der ist leer. Ziemlich leer zumindest, wenn er nicht ganz leer ist. So groß ist das Feld echt nicht mehr. Wegen diesen beiden Versatzecken hier ist das Feld gar nicht mehr viel. Man hat ja auch gesehen, die kommen jetzt schon einmal rundherum. Und jetzt diesen noch auf dieser Bahn hier leer.
versuchen wir hier vielleicht nochmal kurz einen Cosplay-Kurs einzuzeichnen, damit die den Rest so gut wie von alleine schaffen. Und Platz haben wir ja eigentlich. So, Kursaufzeichnung beginnen. Kursaufzeichnung beenden. Einmal wenden. Schaffen wir noch die 9 Millionen? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Werden wir in der nächsten Folge sehen, denn für die heutige Folge war es da schon wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wirklich freue mich, wenn ihr in Kommentaren Like und so hinterlässt und natürlich auch, wenn ihr dabei bleibt und nächstes Mal wieder reinschaltet. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und schönen Abend und tschüss.